Hallo zusammen und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute möchte ich euch gerne zeigen, wie man per App bei einem Opel den Reinigungsvorgang des Dieselpartikelfilters verfolgen kann und genauere Daten dazu erhält. Ich fahre ein Opel Insignia mit dem 2 Liter Diesel A20 DTH und 163 PS. Ob es jetzt bei anderen Opels geht, weiß ich nicht genau. Ich weiß nur, dass die App für Opel-Modelle ist. Genau, die App heißt Opel DPF Monitor Lite. Diese öffne ich hier einmal. Ich habe normalerweise immer das Glück gehabt, dass ich in meinem Tacho, auch bevor ich das Buick Design und alle Optionen habe freischalten lassen, konnte ich mir bei den Hauptverbrauchern immer sehen, wenn der Partikelfilter frei brennt, indem er die Heckscheibenheizung angeschaltet hat. So, ich nutze einen OBD2-Adapter. Das ist dieses Modell, das habe ich schon ein paar Jahre. Es sollte eigentlich jeder funktionieren, der das ELM 327, was glaube ich, unterstützt. Diesen werde ich jetzt einmal in der OBD-Buchse einstecken. Dann sollte die App es schaffen, sich mit diesem zu verbinden. So, und jetzt sehen wir, aktuell hat mein DPF 79 Grad Füllung. Diese hat er jetzt über 657 Kilometer angesammelt. Start war bei 15% und aktuell links sieht man die Temperatur des Katalysators, 23 Grad. Das Auto stand jetzt über Nacht, ist kalt. Es gibt eine Option im Menü, in den Einstellungen, da kann man umstellen von Partikelfiltertemperatur auf Katalysatortemperatur. Bei meinem wird keine Partikelfiltertemperatur angezeigt, deswegen habe ich auf Katalysator. Weil hier sieht man auch schön, wie sehr das dann aufheizt. Gestern bin ich zum Beispiel Autobahn gefahren, durchgängig 140, hat er 320 Grad angezeigt. Und beim Verbrennen bzw. beim Freibrennen wird es sich verdoppeln. So, hier gibt es Inschauen, wie die letzten Freibrennvorgänge abgelaufen sind. Genau, das aktuelle sind 79%, 657 Kilometer konnte ich jetzt fahren und 5 Kilometer sagt er mir noch vorm Freibrennen. Das letzte war 83%, da hat das Freibrennen begonnen. 15% war es danach. 442 Kilometer hatte ich da nur geschafft und ich hatte nur noch 14. Achso, 14 Kilometer hat er gebraucht, um frei zu brennen und das waren 7 Minuten und 11 Sekunden. Und dann ist noch ein Durchschnitt, wo er anzeigt. Das heißt, immer bei 56% beginnt er. Ich glaube, das hängt auch mit ab, dann, wenn die App an ist, weil wenn man das jetzt mal überspringt, dann zählt das natürlich nicht mit. Aber das ist eine schöne Information, was man hier anschauen kann. So, ich werde jetzt nun losfahren auf die Autobahn und dann schauen wir mal, was passiert. Links im Tachodisplay lasse ich die Hauptverbraucher drin. Da sieht man dann auch, dass hier die Heckscheibenheizung kommen wird. Hat sich gerade die Heckscheibenheizung eingeschaltet, ohne mein Zutun. Und man sieht jetzt auch, wie die Katalysatortemperatur rapide ansteigt. Meine Drehzahl ist bei knapp 2200 Umdrehungen. Da ist ja immer wichtig, dass man über 2000 bleibt, dass er die Regeneration anstoßt. Und man sieht jetzt auch, dass er sie ungefähr bei 80% anstößt. Und jetzt geht er richtig hoch mit der Temperatur, wenn ich jetzt mal auf den Kraftstoffverbrauch gehe. Normalerweise liegt er bei der Geschwindigkeit bei 4 Litern, jetzt sagt er mir 5 Liter, teilweise sagt er mir auch 7 Liter. Genau, in der App sieht man jetzt, hat er eine Prozentzahl der Regeneration. Aktuell 3%, da kann man schön verfolgen, wann die Regeneration denn wirklich fertig ist.
bevor man ewig rumfährt. Auf jeden Fall haben wir jetzt 635 Grad und er verbrennt alles. Den Stau ist, werde ich jetzt mal runterschalten in den fünften Gang, damit ich die Drehzahl über 2000 halten kann. Okay, kein Stau, ein bisschen stockend. Sie fahren wild durcheinander, aber das ist ja normal. Ich mache es auch öfter so, dass ich mal runterschalte, vor allem wenn ich merke auf dem Weg zur Arbeit, dass er schon wieder freibrennen will, obwohl dafür eigentlich keine Zeit ist. Dann schalte ich dann gerne mal in den vierten Gang. In der Hoffnung, dass es schneller geht. So richtig nachvollziehen konnte ich es jetzt noch nicht, ob das wirklich klappt. Aber eventuell spritzt er dadurch ja mehr ein und durch die hohe Drehzahl geht es dann schneller. Wie gesagt, jetzt bin ich im fünften, bin bei 2600 Umdrehungen und er brennt mutterfrei bei 600 Grad. Wieder 15% erreicht. Beim letzten Mal weiß ich, da konnte ich durchfahren mit hoher Geschwindigkeit. Jetzt wird er wahrscheinlich bei 20-25% nur liegen. Da kann ich zwischendurch noch mal ein bisschen Gas geben, aber hier ist jetzt auf Dauer 80. Von dem her wird das schwierig.
Autobahn abfahren, da ich nicht großartig weiterfahren muss gerade. Ich bin jetzt noch im vierten Gang die ganze Zeit. Da es ja nur noch 10% sind, werde ich jetzt auf der Landstraße natürlich ein bisschen mehr Gas geben müssen, wenn ich über 2000 Umdrehungen bleibe. Wobei die Verbrennung ja gleich durch ist. So, und er ist mit der Verbrennung fertig. Er hat 27% erreicht. Ja, könnte besser sein. Aber das lag jetzt daran, dass ich auf der Autobahn nur 80 fahren durfte die meiste Zeit und er dadurch natürlich nicht mit der Hitze freibrennen konnte, wie er gerne hätte wollen. Aber auf jeden Fall hat man gesehen, wie der Freibrenngang funktioniert und wie er angezeigt wird. Da finde ich, dass diese App schon eine gute Hilfe ist. Wenn man jetzt nicht gerade ein Ecoflex-Modell hat oder es hat freischalten lassen und es bei den Hauptverbrauchern sieht, dass die Heckscheibenheizung ohne eigenes Zutun angegangen ist, ist das echt hilfreich. Jetzt wird es so langsam, ich bin gerade in der 30er-Zone, die Katalysatortemperatur wieder runtergehen. Da ist natürlich wichtig, nicht sofort anzuhalten. Es ist ja auch generell nicht auf der Autobahn zum Beispiel mal auf dem Parkplatz zu fahren und sofort den Motor aus, weil der Turbo hat ja geleistet, ist heiß. Und dasselbe jetzt hier bei der Freibrennung. Erst abkühlen lassen, also ein bisschen länger fahren lassen. Im Zweifel den Motor ein bisschen im Stand noch laufen lassen, nachdem er angehalten hat. Genau, dass sich alles schön im normalen Bereich eintemperieren kann. So, das war's dann mit dem Video. Ich hoffe, ich konnte einigen helfen dabei, wie man die App benutzen kann. Vielleicht kann der ein oder andere in den Kommentaren dazu schreiben, ob es bei seinem Opel auch funktioniert. Vielleicht sind ja auch ein paar Fahrer eines anderen Herstellers dabei, vielleicht gibt es dort auch, aber die App heißt ja schon OPL, Opel, DPF noch nicht so leid. Deswegen wird es noch gut sein. So, ich danke euch fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Video.